Verstanden, Commander. Mir geht's gut. Bin dran. Und tschüss. Anscheinend zerstören sich ihre Waffen von selbst, wenn der Träger stirbt. Wir sollten Ausschau nach Bruchstücken halten, die wir für unsere Forschungsprogramme bergen können. Sie ihre Männer instruieren, dass sie sich mit dem Einsatz von Sprengkörpern zurückhalten. Die sind zwar effektiv gegen Aliens, zerstören aber auch die Artefakte, die wir von den Leichen bergen wollen. Bedenken Sie das. Ich mach mich los. Daneben geschossen. Position bestätigt. Feind ausgeschaltet. Gute Arbeit da draußen, Strike One. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern, wo wir gerade dabei sind. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Beeindruckende Arbeit, Commander. Nach so einem Einsatz müssen unsere Soldaten zufrieden sein. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Wie der Name schon sagt, die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Commander in die Forschungslabore. Commander, ich verstehe, dass das Überleben unserer Truppen Priorität hat. Aber jedes Alien, das... Ah, Commander. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Valen hat uns ein paar neue Pläne geschickt. Mit Ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Commander,
Unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Transporter ist eingetroffen. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Die Aliens verstärken ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Bin unterwegs. Begebe mich auf Position. Objekt in Sicht. Außerirdische in Sicht. Greife an. Drücke vor. Hab's gehört. Rücke vor. Justiere Zielvorrichtung. Mission erfüllt.
Commander, ins Lagezentrum. Commander, ins Lagezentrum. Die Sturmeinheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als Erste in den Kampf und zieht als Letzte ab. Der Spezialist für schwere Waffen leistet wichtige Arbeit für den Trupp. Mit dem Raketenwerfer im Schlepptau ist er ein wahrer Zerstörungsexperte. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Commander, Sie können unsere Soldaten jetzt auszeichnen, indem Sie ihnen nach eigenem Ermessen Medaillen für ihre Verdienste verleihen. Medaillen können Sie in der Kaserne durchsehen und verleihen. Jedes Ratsmitglied wird Satellitenabdeckung fordern. Wir sollten den Einsatz sorgfältig planen. Kontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Zentrale, hier ist Voodoo 3-7. Bestätige Abschuss von Boogie 001. Ich wiederhole, das UFO ist abgestürzt. Verstanden? Verstanden, Voodoo 3-7. Gute Arbeit. Central out. Also gut, Leute. Rekalibriert Satellit Bravo und zeigt mir ein Bild der Absturzstelle. Sie kommt jetzt in Sicht, Sir. Auf den Schirm. Vergrößern. Es ist unbeschädigt. Commander, wir sollten sofort ein Angriffsteam zur Absturzstelle schicken. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatz. Achtung! Für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Hier spricht Big Sky. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu...